Die Zeit drängt. Der AI Act der EU soll noch dieses Jahr finalisiert werden. Das bedeutet für die Mitgliedsländer einiges an Vorbereitungsarbeit. Digitalitätssekretär Florian Turski kündigt am Donnerstag an, welche Schritte in den kommenden Wochen zu erwarten sind. Dazu zählt unter anderem eine Servicestelle für Unternehmen, die bei der österreichischen Regulierungsbehörde RTR eingegliedert wird. Ebenfalls feststeht, dass es eine verpflichtende KI-Kennzeichnung geben wird. Dort, wo künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt und den Risikostufen des AI Acts entspricht, dort wird es Kennzeichnungen geben müssen, sagt Turski. Mit Workshops in Schulen, Schulungen für die Polizei, sieht der Staatssekretär die öffentlichen Stellen gut auf die zu erwartenden Umwälzungen, die künstliche Intelligenz mit sich bringen wird, sobald sie flächendeckend zum Einsatz kommt, vorbereitet. Im Vordergrund des Maßnahmenpakets stehen, die Bevölkerung auf die Chancen, aber auch auf die Risiken zu informieren. Daher wird in einem ersten Schritt noch heuer eine KI-Servicestelle in der Regulierungsbehörde RTR in Wien installiert. Sie dient als Vorläufermodell der geplanten Behörde für künstliche Intelligenz. Diese soll dann die Zertifizierung und Marktüberwachung übernehmen. Österreich ist neben Spanien und den Niederlanden eines der ersten Länder mit einer solchen Servicestelle, zeigt sich der Staatssekretär überzeugt von dem Meilenstein im Umgang mit der KI. Noch bevor der Europäische AI Act in Kraft tritt, wird eine Kennzeichnungspflicht für KI-Systeme eingeführt. Den Anfang macht der Bund. Ein Beispiel ist Chatbot Fred, der schon jetzt mit Kunden des Finanzamts online kommuniziert. Vielen Benutzern ist aber nicht bewusst, dass es sich dabei um KI handelt. Künftig erfolgt ein klarer Hinweis. Weitere Maßnahmen sind für alle Bereiche geplant, dazu muss aber erst die europäische Regelung vorliegen. Um der Bevölkerung den Umgang mit neuer Technologie zu erleichtern, Chancen und Risiken zu erkennen, starten im Oktober 800 Workshops in Österreich. Auch unsere Polizisten werden geschult. Weiters wird ein Monitor die Auswirkung von künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft, Unternehmen und Verbraucher aufzeichnen.